Vielen Dank für das Intro und vielen Dank nochmal für die Inhalte meiner Vorredner. Ich denke, das war auch wieder eine ganz gute Steilvorlage, vor allem bezüglich der guten Inhalte, bezüglich der Fehler auf regulatorischer Ebene, bezüglich Smart Grids. Ja, also da ist noch einiges, was optimiert werden kann, denke ich, vor allem innerhalb der Europäischen Union. Unser Kernprodukt bzw. unsere Services, die wir für Energieversorger anbieten, fasse ich mal gerne unter dem Slogan von Megawatt zu Mega-Mehrwerten zusammen. Oder auch von Megawatt zu Megabytes zu Mega-Mehrwerten. Wir sind davon überzeugt, dass durch die Digitalisierung der Energiewirtschaft eine der größten ungenutzten Datenbasen der Welt verfügbar wird und dass auf Basis dieser Infrastruktur Mehrwerte für alle Akteure innerhalb des Energieökosystems möglich sind. Ich würde zu Beginn gerne auf unser Kern-White-Label-Produkt für Energieversorger eingehen, so als Beispiel, was mit Echtzeit-Stromdaten möglich ist. Wir haben eine Plattform und eine dazugehörige App entwickelt als White-Label-Produkt für Energieversorger. Diese App kann Endkunden im Rahmen eines Stromtarifs angeboten werden, damit Strom für Endkunden zum ersten Mal tatsächlich transparent wird. Endkunden haben immer noch das Problem, dass sie nicht wissen, wie viel sie verbrauchen, wo die Stromfresser in dem Haushalt sind. Sie zahlen immer noch abschlagsbasiert und das alles ändern wir mit unserem Produkt. Der Kunde hat die Möglichkeit, seinen täglichen Stromverbrauch zu sehen, seine Live-Stromverbrauchskurve. Mittels Algorithmen können wir ihm Effizienzpotenziale aufzeigen. Er sieht, wie viel seine Geräte verbrauchen und zahlt monatlich nur das, was er exakt verbraucht. Ja. Dafür haben wir zwei Voraussetzungen, mit denen wir arbeiten. Zum einen auf Hardware-Ebene sind das Smart Meter. Nicht die Smart Meter, die man jetzt im Rahmen des Rollouts kennt. Da haben wir vorhin über Datenverfügbarkeit gesprochen. Ja. Wir arbeiten mit Smart Metern, die Echtzeit-Stromdaten erfassen und in Echtzeit auf unsere Plattform übertragen. Die Daten werden dort in Echtzeit analysiert und dem Kunden in der App visualisiert. Der zweite Bestandteil unseres Produkts ist ein Machine Learning Algorithmus, Disaggregation genannt oder Non-Intrusive Load Monitoring. Basierend auf dem Anlaufstrom der Gesamtstromverbrauchskurve können wir einzelne Verbraucher extrahieren und dann dem Kunden ungefähr aufzeigen, am Ende des Tages ist Machine Learning Computational Statistics, wo seine Stromverbraucher im Haushalt sind, wie viel Strom große Geräteklassen verbrauchen. Wie gesagt, das bieten wir als White-Label-Produkt an. Für den Endkunden bedeutet das im Endeffekt, wie gesagt, Stromverbrauch wird verständlich, nie wieder Nachzahlungen. Und dann gibt es noch ein paar weitere Features, die ich gleich vorstellen werde. Das können wir, wie gesagt, komplett im CI-Konzept des jeweiligen Energieversorgers oder Netzbetreibers branden. Und genau. Das ist vielleicht mal eine ganz interessante Zahl. Wir haben zusammen mit dem Bundeswirtschaftsministerium nachgewiesen, dass durch unser Produkt im Durchschnitt knapp über 10% an Strom eingespart werden kann in Privathaushalten, einzig und allein basierend auf der Visualisierung. Da sind noch nicht mal die Mehrwerte, auf die ich gleich eingehen werde, mit inkludiert. Und wir haben auch im Rahmen dieses Forschungsprojekts, im Rahmen des Einsparzieler-Programms eine siebenstellige Summe bekommen vom Bundeswirtschaftsministerium, mit der wir jetzt arbeiten werden in den nächsten zwei Jahren, um weitere Mehrwerte zu entwickeln in dem Bereich. Kurz zur Einordnung des Produkts. Wo bewegen wir uns auf Technologieebene? Wo bewegen wir uns in der Wertschöpfungskette? Wir bieten das, wie gesagt, als Produkt im Rahmen eines Stromtarifs meistens an. Über Energieversorger. Wir sehen die ersten drei Bereiche als Commodities. Also Strom kann als Commodity betrachtet werden heutzutage. Das übernimmt der Energieversorger. Smart Meter sind noch nicht verfügbar, sind noch keine Commodity. Aber wir wissen, dass sie in Zukunft weltweit verfügbar sein werden, dass die digitale Infrastruktur verfügbar sein wird. Das betrachten wir auch als Commodity. Den Machine Learning Algorithmus, den machen wir zusammen mit einem Serviceanbieter, der Weltmarktführer in dem Bereich ist. Wir wollen uns einzig und allein auf Plattformen fokussieren. Das heißt, alle Daten, digitalisierten Daten miteinander verbinden, vernetzen und daraus Mehrwerte generieren. Und die App ist eigenentwickelt. Genau. Wir sind 2017 mit einem eigenen Produkt an den Start gegangen, um zu beweisen, dass das alles klappt, um mehr zu haben vor Investoren als einfach nur ein White Paper, ein Businessplan. Wir haben bewiesen, dass das am Markt funktioniert. Wir hatten sehr große Wachstumszahlen in 2017, fahren das Kernprodukt jetzt runter und skalieren über White-Label-Partner eben. Dort sieht man die Marke E, die mit unserem Produkt seit November 2018 live ist. Wir haben jetzt unsere Kooperation mit der EWE angekündigt und es kommen jetzt in den nächsten zwei bis drei Wochen noch ein paar weitere Energieversorger. Genau, und jetzt kommen wir eigentlich auf den Kern meines Vortrags. Was ist noch möglich mit Echtzeitstromdaten? Was ist möglich mit der Kombination aus Echtzeitstromdaten und Algorithmen? Wir wissen, welche Geräte im Haushalt laufen, wie viel sie verbrauchen, was sie kosten und können daraus datengetriebene Mehrwerte entwickeln. Ja, alles mit dem Einverständnis des Endkunden, Double Opt-in-Verfahren. Und ich würde jetzt gerne nochmal an der Stelle zurückgehen, gedanklich auf die erste Slide. Wir haben da gesehen, Kühlschrankverbrauch eines Durchschnittskühlschranks 16 Euro im Monat. Wer von Ihnen denkt jetzt, dass das zu viel ist? Würde ich einfach mal bitten, kurz vielleicht mal die Hand zu heben. Wer denkt, dass das zu viel ist, 16 Euro im Monat für einen Kühlschrank?
Wer sagt, das ist gerade noch so okay? Und wer hat keine Ahnung? Okay, genau. Und das ist eben der erste Schritt, dass wir sagen, wir haben die Informationen verfügbar. Wir können die Informationen visualisieren, aber der zweite wichtige Schritt ist, Informationen für Endkunden in einen Kontext zu setzen. Und genau das machen wir. Wir können mit den Daten arbeiten, wir können benchmarken gegen effiziente Neugeräte am Markt und dem Kunden transparent und individualisiert visualisieren, was sein Einsparpotenzial ist. Wir können ihm seine Amortisationskurve aufzeigen und wenn er möchte, kann er auch das entsprechende Produkt empfohlen bekommen. Ja? Das ist jetzt ein Use Case, der geht in 3 Wochen live bei uns, den haben wir pilotiert mit verschiedenen Partnern am Markt, der wird in der App dann demnächst sein. Ein zweiter Use Case, der gar nichts mit Strom zu tun hat. Wir können basierend auf Machine Learning-Algorithmen zählen, wie oft die Spülmaschine läuft, wenn wir die benötigte Datenfrequenz haben im Stromverbrauch. Ja, dann können wir zählen, wie oft läuft die Spülmaschine und können automatisiert Spülmaschinen-Tabs nachsenden. Ja, das ist erstmal, wer braucht sowas? Wer braucht sowas? Ja, aber es war im Endeffekt für uns der erste Einstieg aus dieser Businessplan-Story an den Markt zu kommen und zu sagen, es funktioniert. Es lassen sich tatsächliche Mehrwerte für den Endkunden generieren und es lassen sich neue Erlösströme für Energieversorger generieren. Ganz wichtig für den Energieversorger, vor allem im Rahmen der Dezentralisierung, Digitalisierung, das Kerngeschäft Strom wird immer weiter heruntergefahren werden müssen. Und wo kriegt man neue Umsatzquellen her? Damit waren wir im Handelsblatt und im Energate Messenger als erstes Smart Meter datengetriebenes Geschäftsmodell weltweit, das tatsächlich umgesetzt wurde. Übrigens abgerechnet über die Stromrechnung des Endkunden. Wieder eine ganz andere Branche. Wie gesagt, wir denken, dass Energiedaten ganz viel verraten über Verhaltensmuster und Insights geben, auch in anderen Lebensbereichen. Das hier ist ein Beispiel aus dem Bereich Elderly Care, Ambient Assisted Living. Da haben wir hier in Deutschland in knapp über 200.000 Haushalten die Tagestaste installiert. Ist weder besonders effizient noch besonders kundenfreundlich. Die ältere Person wird jeden Tag daran erinnert, dass sie alt ist. Und vergisst oftmals auf den Knopf zu drücken oder drückt den roten Knopf, dann kommt direkt ein Notrufdienst. Wir sagen, das geht besser und das geht vor allem kundenorientierter und mit weniger Hardware. Ja, wir arbeiten mit den Echtzeitstromdaten und haben einen Algorithmus entwickelt. Zunächst in einem Forschungsprojekt zusammen mit IBM Watson. Jetzt haben wir so einen eigenen Algorithmus entwickelt. Das läuft aktuell als Pilotprojekt mit 30 Endkunden. Und wir erkennen basierend auf dem Stromverbrauch, ob es einer älteren Person im Haushalt potenziell gut geht oder nicht, wenn sie das möchte. Ja, zum einen, das funktioniert im ersten Schritt so, dass wir uns anschauen, was wird tatsächlich im Haushalt aktuell von einem Menschen verbraucht. Das heißt, wir extrahieren Kühlschränke, Standby etc. und können dann Anomalien und Inaktivitäten entdecken im Stromverbrauch. Und das ist eben nur möglich mit hochfrequentierten Stromverbrauchsdaten und nicht mit 15-Minuten-Intervallen, nicht mit stündlichen Intervallen oder einmal am Tag einen Stromverbrauchspunkt. Genau, da sind wir auch mit unserem Pilotprojekt in der Bitkom-Broschüre für digitale Lösungen für das Wohnen im Alter. Können Sie sich gerne mal durchlesen, wenn Sie möchten. Und genau, das Wichtige ist aber auch, wir sagen, wir bieten ein Endkundenprodukt an über Stromversorger, wollen Mehrwerte für Endkunden schaffen, aber eben auch für Energieversorger. Und wir denken, dass auch auf der Seite was möglich ist. Und einfach mal 2 Beispiele, die wir aktuell umsetzen. Lead Generation, Energieversorger versuchen immer mehr Versorger, um das gesamte Zuhause herum zu werden, bieten Elektromobilitätsservices an, Versicherungen, vieles dergleichen. Ja, die Frage ist dann nur, wie kann ich die richtige Person mit dem richtigen Produkt adressieren, wenn sie es auch möchte, basierend auf Daten. Das heißt, man schaut sich verschiedene Opt-in-Prozesse an vom Endkunden, man segmentiert Endkunden und kann über die App bei uns ganz einfach Lead Generation betreiben, indem man die richtigen Produkte den richtigen Kunden präsentiert. Ja, kann gemacht werden, wenn es gewollt ist, eine Option, wo Energieversorger einen riesigen Mehrwert drin sehen. Das zweite ist etwas mehr datenbasiert tatsächlich. Und zwar arbeiten wir aktuell an einem Prognosemodell, das basierend auf Echtzeitstromdaten und anonymisierten Clustering innerhalb von Regionen Stromverbrauchsprognosen optimiert. Ja, viele Verbraucher, also die meisten Verbraucher, arbeiten im Endkundenbereich ja immer noch mit SAP-Profilen. Und das geht um einiges genauer, wenn ich eine gewisse Penetration von digitalisierten Stromdaten im gewissen Netzgebiet habe. Genau. Genau, das ist ein Thema, was oftmals, mit dem wir oftmals konfrontiert werden, Datenschutz, Datensicherheit. Haben wir vorhin auch in der ersten Keynote auch einiges darüber gehört. Das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, aber man darf es nicht als Nonplusultra-Barriere oder als Beschränkung sehen, sondern als Möglichkeit. Und wir haben zum Zeitpunkt der Gründung unseres Unternehmens uns gedacht, okay, wir können es entweder als Barriere sehen oder als Chance. Wir denken, dass in Zukunft mehr Unternehmen wie wir am Markt sein werden und wir wollen die Instanz sein, der vertraut wird bezüglich der Datenverarbeitung. Bei uns werden Daten ausschließlich maximal pseudonymisiert verwendet. Wir werden durch einen Konzerndatenschutz von Innogy überwacht
Und wir haben extra Datenschutzbeauftragte, von denen wir uns regelmäßig beraten lassen. Das heißt, das sagen wir, ist eine von unseren drei Kernkompetenzen neben der Datenmonetarisierung und den Mehrwerten für Energieversorger. Genau, das ist das, was an Vorteilen für Energieversorger möglich ist. Wir haben gemerkt, dass das abseits der Tatsache, dass es einfach ein digitales Produkt für Energieversorger ist, es auch ein super Kundenakquise-Tool ist, sowie auch ein Kundenbindungsinstrument. Wenn ich dem Kunden einmal seinen Stromverbrauch transparent dargestellt habe und er eine emotionale Bindung zu mir aufgebaut hat, dann verlässt er mich auch, ja, ziemlich unwahrscheinlich. Das ist ein Zitat vom Vertriebsvorstand unseres ersten Partners, Marc E. Wir haben Kundenakquise-Kalkulationen getroffen im Sommer 2018. Die haben wir mittlerweile um das 2,5-fache übertroffen. Sind wir sehr stolz drauf. Das sind einige der Preise, die wir in den letzten 8 bis 10 Monaten gewonnen haben, unter anderem der globale Green Tech Award, den vor 7 Jahren Tesla gewonnen hat, unser Partner. Genau, ich würde noch auf eine Sache gerne aufmerksam machen, und zwar veranstalten wir am 17. Juni den ersten Fresh and Friends Summit, wo wir unsere Industriepartner einladen, wo wir viel darüber reden werden, wie kann die regulatorische Infrastruktur optimiert werden, um eben solche Geschäftsmodelle oder auch andere im Netzbetreiberbereich besser umsetzen zu können. Es gibt eine Keynote von Amazon, unsere EVU-Partner sprechen, Bosch und Siemens als Industriepartner, und sind herzlich dazu eingeladen. Wenn Sie Interesse daran haben, kommen Sie gerne auf mich zu oder kontaktieren mich. Das ist unser Kernteam in Berlin. Wir sind, wie gesagt, noch ein relativ kleines, junges Team, zwischenzeitlich aber angewachsen auf 30 Leute, und ja, ich glaube, wir haben noch Zeit für ein bisschen Fragen, wenn das gewollt ist, und ja, ansonsten erstmal herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.